B2.4. Unter den Pyramiden PNQNRNM hat die Pyramide P0Q0R0M das maximale Volumen. Berechnen Sie, um wie viel Prozent das Volumen der Pyramide P0Q0R0M kleiner ist als das Volumen des Prismas ABCDEF. Okay, also wir brauchen erstmal Volumen berechnen. Hier erster Schritt, maximales Volumen von P0Q0R0M berechnen. Maximales Volumen bedeutet eigentlich Taschenrechner einsetzen, Maximum ausrechnen, geht zum Beispiel über CalcMax, je nach Taschenrechner sehr schnell. Und die Volumenformel haben wir in der Aufgabe drüber gerade ausgerechnet. Also man nimmt diese Volumenformel bei y ist gleich eintippen, CalcMax und hat das maximale Volumen. Ohne Taschenrechner geht man im Prinzip den Weg über den Scheitelpunkt, finden wir oft in der Formelsammlung, das war jetzt zu weit. Weiter oben, hier, Scheitelpunkt über diese Formel. Ja, S ist gleich minus B durch 2a und C minus 4b Quadrat minus durch 4a. So, beim Scheitelpunkt brauchen wir die Variablen für a, b und c, das heißt die Werte. Wir nutzen hier nochmal die Volumenformel mit minus 3,90x Quadrat plus 23,38x und hinten dran schreibe ich jetzt noch einen plus 0, um hier dieses C noch dabei zu haben. Das ist also mein A, das ist mein B und das ist mein C und setze es jetzt in den Scheitelpunkt ein. Ja, Scheitelpunkt ist im Prinzip bei einer Parabel der höchste bzw. der tiefste Punkt. Wir brauchen das Maximum, also wie gesagt Scheitelpunkt berechnen. Es ist, was anderes macht der Taschenrechner auch nicht mit CalcMax, das ist im Prinzip auch, dass er nur den Scheitelpunkt über diese Formel berechnet. Also, S ist gleich minus B, B sind 23,38, geteilt durch 2a, 2 mal minus 3,90. Und die y-Koordinate ist C, also 0, minus 23,38 zum Quadrat, geteilt durch 4 mal minus 3,90. So, Taschenrechner nehmen und ausrechnen. Für die x-Koordinate erhalten wir dann einen gerundeten Wert von 3,00 und für die y-Koordinate erhalten wir einen Wert von 35,04. Wieder auf zwei Nachkommastellen runden. So, was heißt das jetzt hier? Für x gleich 3 erhalten wir einen maximalen Wert von 35,04. Das heißt, das maximale Volumen dieser Pyramiden ist 35,04. So, was müssen wir machen? Berechnen Sie, um wie viel Prozent das Volumen der Pyramide PQN kleiner ist als das Volumen des Prismas. Wir brauchen also noch das Volumen des Prismas. So, Volumen Prisma. Da gehen wir in die Formelsammlung wieder, schauen, wo ist das Prisma zu finden. Da auf Seite 10. Und Volumenformel steht hier, Volumen ist gleich Grundfläche mal Höhe. Als Grundfläche haben wir ein gleichschenkliges Dreieck, gehen wir schnell hoch. Ja, A, B, C. Die Höhe von dem Dreieck ist AM, die Grundfläche ist BC, also mit der Formel 0,5 mal Grundseite mal Höhe kann man sofort die Grundfläche berechnen und die Höhe von dem Prisma kennen wir durch AD mit 6 cm. Also ist alles bekannt, können wir sofort einsetzen. Ist gleich Grundfläche vom Dreieck 1,5 mal Grundseite, das war die Strecke BC mit 14, mal die Höhe, das war die AM. Schreibe ich es nochmal hin. BC mal AM mal die Höhe des Prismas, dann nehmen wir AD. Ja, man kennt hinten auch die, was ist es, MG benutzen, ist ja alles genau gleich hoch im Prisma. So, einsetzen. 1,5 mal BC sind, das waren die 14, mal AM mit 10, mal AD mit 6. So, das ausrechnen, Taschenrechner eingeben oder ja, schafft man sogar noch im Kopf, kommen raus 420 Kubikzentimeter. So, vielleicht schreiben wir hier damit dazu, Volumen von der Pyramide, wie heißen die, da oben P0, Q0, R0M ist 35,04 Kubikzentimeter, damit wir den Scheitelpunkt noch mit dem Volumen in Verbindung gebracht haben. Gut, jetzt gilt dritter Punkt, prozentualer Anteil berechnen. Die 420 Kubikzentimeter entsprechen den 100%. Halt, so rum.
Ja, und die 35,04 entsprechen den x%. So, jetzt muss man Prozentrechnung durchführen. Ich fange immer beim Unbekannten an und sage, mach dann hier das so z-förmig rein und löse es dann wie folgt auf. X ist gleich. Und jetzt z-förmig vorgehen. Erster mal zweiter durch dritter. Ja, also erster Zacke mal zweite Zacke geteilt durch den dritten, also den Endpunkt. 35,04 mal 100 geteilt durch 420. Ja, das Ausrechnen, dann kommt ein Wert von, wo habe ich denn stehen, 8,34 raus. Das sind 8,34%. Achtung nur, die Aufgabe ist ziemlich gemein gestellt. Nämlich hier heißt es, berechnen Sie, um wie viel Prozent das Ding kleiner ist als das Volumen. Ja, es ist so groß, es ist 8,34% groß, hat 8,34% vom Großen. Also um wie viel ist es kleiner? Ja, man muss es also noch von den 100% abziehen. Letzter Schritt also 100% minus die 8,34% ergeben einen Wert von 91,66%. Also ist es um 91,66% kleiner. Ja, Aufgabe gelöst.